Der Herr Wolf, der war der Erste, der hier runter ist. Hier, hör auf zu spinnen. Lass lieber die junge Frau hier spinnen. Die zeigt dir, wie das richtig geht. Die Handlung unseres handlichen Videos ist spontan erfunden und schnell erklärt. Einmal im Jahr findet im Erzgebirge der Tag des traditionellen Handwerks statt. Es ist nicht von der Hand zu weisen. Jegliche Art von Fortbewegungsmitteln staut sich dann vor den teilnehmenden Einrichtungen, so auch in Wolkenstein. Die Burg Wolkenstein wurde im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Die Herren von Waldenburg saßen als Ministeriale im Auftrag des deutschen Königs auf der Burg, die im Zuge der Ostkolonisation unter deutsche Herrschaft gekommen war. Damals war das hier übrigens das Pleißenland. Der Aufstieg. Die aus kristallinen Schiefern und Gneisen bestehenden Felsen nutzen Kletterer zur Eroberung der Burg. Handverlesene Wanderer nutzen den steilen Fußweg. Es liegt in der Natur des Menschen, vernünftig zu denken und unvernünftig zu handeln. Jemanden wie ein rohes Ei zu behandeln, bedeutet meistens, ihn in die Pfanne zu hauen. Geh doch hier auf zu spinnen. Lass lieber die junge Frau hier spinnen. Die zeigt dir, wie das richtig geht. Ja. Und da drüben ist sogar für die Anfänger mit der Handspindel. Kannst du das richtig spinnen lernen? Musst du nicht so spinnen. Ach, schlappe Spinne. Dorin Böhme zeigt das Spinnen mit der Handspindel. Das ist eine händische Tätigkeit. Spinnen mit einer Handspindel kann jeder lernen und es macht viel Spaß. Handgemachte mittelalterliche Musik von Donner und Doria, unterstützt von einer handlichen Verstärkeranlage. Der Abstieg. Wölfe und Bären gab es hier. Was ist übrig geblieben? Wiesenbärenklau. Wiesenbärenklau. Guck mal, ja, es ist interessant. Mit dem Riesenbärenklau kannst du eigentlich nie verwechseln. Der Wiesenbärenklau ist behaart, im Gegensatz zum Riesenbärenklau. Der ist glatt und hat auch so einen runden Stängel, der Riesenbärenklau. Und der Wiesenbärenklau hat ja so eine Rille, so wie eine Dachrinne. Und der ist ganz lecker, den kann man essen. Den Wiesenbärenklau, der im Frühling und im Herbst nochmal kommt. Ist ja eben der goldene Herbst, da kommt er nochmal. Kannst du für Spinat nehmen und so weiter und so fort. Wiesenbärenklau. Nun aber nur noch zum Fluss, die Wolfsschlucht. Erinnert an die Treppen- und Felsspalten der sächsischen Schweiz. Der Name Wolfsschlucht soll nicht von den hier früher lebenden Tieren stammen, sondern an das Heulen des Windes zwischen den engen Felswänden erinnern. Ganz wichtig dabei, der Handlauf. Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Ja, gilt im Straßenverkehr und auch hier an der Wolfsschlucht. Ja, ja, pass mal auf deinem Rücken auf. Ich würde hier nie rückwärts gehen. Nee. Dreh dich mal um. Rückwärts soll ich nicht gehen. Da geht's nur noch. Da unten ist die Chopau übrigens. Die Chopau. Das ist ein 130 Kilometer langer Zufluss der Freiberger Mulde mit wunderbaren Wanderwegen umgeben. Speziell im herbstlichen Laub. Apropos Laub. Gabriel Laub meint dazu, gefährlicher als eine falsche Theorie ist eine richtige in falschen Händen. Wir handeln mit der Natur und handhaben es mit Eicheln, zum Beispiel so. Wolkensteiner Eichelsalat oder sollte es Eichelsalat werden oder was ist denn das? Kaffee und Mehl. Kaffee und Mehl. Bis zum nächsten Mal. Glück auf. Glück zu. Wunderschön, dass Wandern ist.